was wir für eine Leistung morgen abrufen werden. La domanda era al mister, chiaramente il ruolo di favorito chiaramente sta a parte del Napoli, il mister ha detto sì, mi sa che questo non c'è da discutere, il Napoli è il grande favorito, noi siamo gli outsider, è un ruolo che a noi piace perché nelle partite che abbiamo avuto in precedenza in questo ruolo abbiamo fatto molto bene, cercheremo di dare il massimo e di rendere la vita al Napoli il più difficile possibile. E perché no anche fare molto meglio di quello che ci si aspetta di noi. Beste Dank. Jetzt eure Frage. Bitte warte kurz, bis euer Mikrofon greift wird. Domande? Domande. Buongiorno mister, sono Iannicelli di Canale 21. In che modo pensate di rendere difficile la vita al Napoli? Che tipo di partita vi preparate a giocare domani sera? Frage ist, wie, dass man dann wird am SSN Open Abend das Leben schwer machen, mit was für einer Art, was für einer Taktik wirst du anwenden? No, penso che sul piano tattico non è la cosa più importante domani. La cosa più importante domani è avere un bel spirito. Sul piano tecnicamente e tatticamente penso che Napoli sia più davanti di noi, però su una partita a casa nostra è possibile di andare sopra le limite da noi e forse con un stadio pieno porterà anche i giocatori un po' più sopra le limite che noi abbiamo in campionato. Mi fai la traduzione in tedesco giusto tu, vai. Ja, ich weiß nicht, warum du gekommen bist, aber nein, ich denke, Technik und Taktik müssen wir nicht da große Unterschied machen zu suchen. Ich glaube, dass wir eher auf die Geist, auf den Mannschaftsspirit, auf die Mentalität, da müssen wir, was uns im Vergleich mit Napoli fehlt, das gut machen. Ich erwarte einfach, dass meine Mannschaft die Chance, dass wir morgen haben, zu 100% überzeugt ist, dass etwas machbar ist und dass sie an die Grenze geht, sogar über die eigene Grenze gehen kann. La stessa cosa come in italiano. Zwei vorderste Reihe, Florin Clolino. Lido, wenn du das Leverkusen mit Napoli vergleichst, welche Aufgabe ist schwieriger? Ja, ich denke, es sind zwei total verschiedene Fußball. Und du spielst nicht gleich gegen eine deutsche Mannschaft als gegen eine italienische Mannschaft. Natürlich kannte ich den deutschen Fußball viel besser als der italienische, aber ich habe auch ein paar Mal gegen die italienische Mannschaft gespielt. Und ich hoffe, dass diese Erfahrung mich und der Mannschaft helfen wird. Natürlich für uns, das im Kopf zu behalten, ist etwas Wichtiges. Weil wir wissen, dass wir fähig sind, eine Top-Mannschaft Europa hier in Letzigrund zu schlagen. Und aber eigentlich meine Wörter in der PK vor Leverkusen in heute sind die gleiche. Bei uns muss alles passen morgen, dass etwas machbar ist. Wir müssen an der Grenze gehen, über unsere Grenze gehen und dann ist möglich. Im Fußball habe ich vieles gesehen. La domanda era perché lo Zurigo aveva giocato contro il Leverkusen e aveva anche vinto contro il Leverkusen, se si poteva paragonare o no i due tipi di calcio tra Napoli e Leverkusen. Il mister ha detto no, sono due calci assolutamente differenti, quello tedesco che lui conosce meglio avendo giocato nella Bundesliga, però ha giocato anche contro delle squadre italiane, quindi sa più o meno cosa lo aspetta, ha studiato anche il Napoli e lui ha sempre detto se lo Zurigo gioca come gioca è veramente tutto funzionerà alla perfezione perché deve essere una partita perfetta, lo Zurigo è capace di battere anche una grande squadra. Chiaramente la vittoria contro il Leverkusen qui a Zurigo deve essere nella testa dei giocatori dello Zurigo perché si sa che c'è questa consapevolezza di poter battere una squadra di alto livello europeo. Tutto bene? Ok. Lido, es gibt die Aussage von dir, du sagst ein Mann für die grossen Spiele. Ist das das größte Spiel, das du bisher als Trainer machst? Ja. Die Aussage ist natürlich von dem Konzept wieder rausgezogen, aber es stimmt, dass ich mag solche Spiele. Ich mag auch diese Gefühl, ein bisschen der Kleine zu sein. Und ich, ich,
bin überzeugt, dass meine Mannschaft morgen an der Grenze gehen wird. La domanda era, Ludo, noi sappiamo, oppure ti chiamano l'uomo delle grandi occasioni, l'uomo delle grandi partite, è vero? Il mister ha risposto sì, io adoro questo nome, adoro anche queste situazioni, adoro questo tipo di partite, sono convinto che la mia squadra andrà ai propri limiti per fare un'ottima figura. Ja, fast ganz zinders. Buonasera, Ciro Troise, imnaples.it. Mister, la prima partita europea che il Napoli dovrebbe svolgere nella, senza Marek Hamsik, in questo percorso che negli ultimi 9 anni ha visto il Napoli sempre in Europa. La sua idea sul capitano ancora per poco del Napoli e cosa perde il Napoli senza Hamsik? Frage ist, das ist der erste europäische Match ohne den Marek Hamsik. Langjährige Captain von Napoli. Die Frage war an Ludo, was denkt er über die Tatsache, dass er erstens einmal nicht da ist und auch schnell persönliche Meinung über den Spieler zu äußern. Bitte, Ludo. Ho visto le ultime partite senza Marek Hamsik, dunque penso di giocare senza di lui non è qualcosa di nuovo, però a livello europeo sarebbe la prima partita. Penso che Marek Hamsik è un idolo a Napoli e senza lui perde una squadra... Come si dice? Il zele? È l'anima della squadra. Questa, al nostro livello in Svizzera, non è facile di trovare subito soluzione, però quando c'è una rosa come il Napoli, penso che non sarebbe un problema di giocare senza lui. Per noi è una cosa di sapere, penso che Napoli ha fatto... Bella partita con Marek Hamsik, e dal momento che lui non gioca sarebbe per noi un'altra metà campo, forse con un po' meno di grinta. Va bene? Adesso riesco a andare schnell. Deutsch sagen? Ludo? Noch Deutsch vielleicht schnell? Nein, ich erwarte, es ist das erste Mal, wo sie in der Europa League oder ein internationales Spiel ohne Hamsik spielen. Er hat aber die letzten Meisterschaftsspiele auch nicht gespielt. Von dem her für uns, wir haben die Idee, wie Napoli aussieht ohne Hamsik. Aber ist klar, wenn du so einen Spieler hast, der so eine Legende in Napoli ist, wenn er nicht spielt, die Mannschaft verliert ein bisschen die Seele. Das ist so. Aber mit der Größe des Kaders und der Qualität des Kaders, das Napoli hat, ist ein bisschen anders als bei uns. Ich denke, dass sie das schneller kompensieren würde als wir. Buonasera mister, sono qua. Volevo chiederle, se potesse farlo, quale giocatore toglierebbe al Napoli? E poi le chiedo anche se secondo lei la qualificazione si decide, potrebbe decidersi già domani sera oppure si deciderà la settimana prossima a Fuorigrotta, al San Paolo. Grazie. Interessante Frage ist, wenn der Ludo könnte einen Spieler von Napoli rausnehmen aus der Mannschaft, wer würde es sein, erstens? Und zweitens, wann wird sich die Qualifikation für die nächste Runde entscheiden? Ist das schon morgen Abend oder ist das erst dann die Woche drauf in Neapel? Weil? Boah, è sempre difficile di dire un nome, perché quando c'è una rosa con 600 milioni di... di vendere, dunque noi abbiamo 18 milioni penso del nostro giocatore, dunque dobbiamo mettere la chiesa dentro il villaggio penso, però se devo dire un nome dico forse momentaneamente Koulibaly, perché secondo me è veramente una personaggio centrale dentro questa squadra. E da noi in Svizzera dobbiamo sempre contro bella squadra dobbiamo difendere bene, dunque è meglio che prendo un difensore che un attaccante domani. E la seconda cosa, noi facciamo tutto che domani sera non sarebbe deciso la partita. Il calcio è sempre qualcosa di bello perché non sappiamo cosa succederà domani sera, però speriamo di andare a Napoli settimana prossima e che c'è ancora qualcosa da fare. Welchen Spieler würdest du wegnehmen aus Napolis Kader? Ja, ich habe geantwortet einfach. Es ist schwierig, wenn du 600 Millionen Marktwert in Transfermarkt für die Mannschaft von Napoli im Vergleich von unserem mit 18.
einen Namen zu sagen. Wenn ich einen nehmen würde, würde ich den Koulibaly momentan, weil er ein bisschen diese Person, diese Persönlichkeit in der Mannschaft von Napoli ist. Und noch dazu ist ein Verteidiger. Ich glaube, dass ich morgen vor allem gute Verteidiger brauche statt Stürmer. Und die Qualifikationen entscheiden sich schon morgen, ja, oder ist es in einer Woche? Ja, wir werden alles dafür tun, dass wir die Qualifikation spannend machen und dass wir nächste Woche nach Napoli gehen mit der Möglichkeit, noch die Sache zu schaffen. Es ist Fußball. Wissen wir nicht, was morgen Abend passiert, aber wir sehen gute Dinge, dass wir morgen ein sehr gutes Gesicht des FC Zürich sehen werden. Sì, buonasera. Volevo sapere, lei sicuramente è un allenatore più giovane rispetto a Carlo Ancelotti, allora le chiedo se c'è qualcosa che le piace del gioco di Carlo Ancelotti, c'è magari qualcosa nel suo gioco dove si ispira al gioco di Ancelotti, grazie. Also Ludo ist sicher der jüngere Trainer im Vergleich zu Ancelotti. Die Frage war, ob es etwas gibt oder was ihm besonders bei Carlo Ancelotti gefällt und ob er es irgendwie bei irgendeinem Punkt sogar inspirieren lässt durch die Art und Weise, wie der Carlo Ancelotti trainieren tut. È giusto che quando sei un giocatore nuovo come me, guardi sempre il grande allenatore cosa fate. Dunque è già successo che ho guardato sull'internet come allena Ancelotti, è normale, soprattutto che lo conosco perché ha allenato un amico mio che dirà al Real Madrid da un po' di anni, dunque l'ho già visto allenamento. È una cosa per me veramente speciale, domani di poter essere vicino di lui. Penso che uno dei più grandi mister che c'è in Europa è qualcosa di spettacolare per un allenatore come me, 39 anni, di poter giocare contro la sua squadra. Cosa inspiriert dich von Carlo Ancelotti und wie was gefällt dir an ihm und was ist das macht es so besonders jetzt als junger Trainer gegen so eine große Trainerpersönlichkeit? Ich bin gar nichts groß gegangen, was mir gefällt, was nicht. Ich habe nur gesagt, ist klar, als junger Trainer schaust du oft im Internet, was die größeren Trainer machen oder die erfahrenen Trainer machen. Dann gehst du klauen gewisse Sachen und probierst du zu verstehen, wieso seine Mannschaft so spielt, im Anhang von Bildern, die du im Training siehst. Ich mache das nicht nur mit Ancelotti, mit vielen anderen, aber es ist klar, dass Ancelotti jemand ist, den man als Trainer schauen muss. Mit seiner Erfahrung, vor ein paar Jahren habe ich die Chance gehabt, zu Sami Khedir ein paar Mal zu sein und ihm im Training von Real Madrid zu verfolgen. Ist für mich eine große Ehre, morgen neben so einem Trainer zu stehen. Und ich glaube, von ihm kann ich viele Sachen lernen. Michele Coviello, ja. Eine Frage an beide. Ihr habt schon die Aussenseiterrolle angesprochen. Wieso passt die euch? Und was hat euch in dieser Saison eben stark gemacht als Aussenseiter? Und zweite Frage noch. Als Anschluss kommt der Match fast ein Jahr zu früh so für die sehr junge Mannschaft. Allora, le domande sono due. La prima è rivolta a tutti e due, nel senso che hanno accennato che questo ruolo di outsider gli sta molto bene, che gli piace. Perché? Da cosa viene visto questo fattore? E seconda domanda è se questa partita contro il Napoli arriva un anno in anticipo per questa squadra giovane che è lo Zurigo. Ma ha avuto un caso di Also zuerst mal eben zu der Aussenseiterrolle. Ich denke schon letzte Saison im Cup-Finale haben wir die gegen Giebe, wo sie eigentlich ja schon klar Meister gewesen sind und als Favorit geholt haben. Aber ja, wir sind dort auf den Platz gegangen und ich denke eben, unser Team-Spirit hat dort den Sieg für uns geholt. Auch jetzt in der Europa League-Kampagne gegen Leverkusen war genau das Gleiche gewesen. Ich denke, man hat etwas weniger Druck, wie wenn man der Favorit ist und man weiß, man müsse das Spiel gewinnen. Und so denke ich, kann man etwas befreiter in das Spiel gehen. Allora, lui risponde alla domanda sugli outsider, dice sì, in effetti abbiamo fatto sempre le nostre migliori partite, vedi la finale di Coppa Svizzera l'anno scorso dove abbiamo vinto contro i campioni svizzeri poi dello Young Boys, questo è anche dato da uno spirito di squadra eccellente, siamo molto molto uniti. Abbiamo dimostrato questo anche in Europa League, visto anche la vittoria con il Leverkusen. Siamo andati in campo sempre come unità, come una squadra unita e con una grande volontà di voler far bene. Mister? Ha ragione. Ha recht. Niente da aggiungere. Niente. La seconda domanda? Michele? Ja, ich glaube, dass
ich glaube, dass so ein Spiel kommt nie zu früh. Weil wenn er so kommt, das heißt, wir sind so weit. Partita non viene in anticipo, assolutamente no, perché se veramente adesso siamo qui dove siamo, vuol dire che al momento giusto ci dobbiamo giocare contro il Napoli. Christian Zürcher noch zuerst. Oh, aspetta, prima, poi. Mario, noch eine Invite. Ja, zuerst noch. Ja, ist schon 3 Stunden. Ludwig, in der letzten Woche war vor allem ein Konstanzproblem beim FC Zürich. Was machst du, dass das morgen nicht zum Problem wird? La domanda è che nelle settimane scorse la squadra di Ludovic Gagnè ha giocato poco costante. Cosa fai adesso per rimediare alla partita di domani? Ich bin froh, dass du nach 2 Spieltagen schon ein Konstantproblem machen kann. Das finde ich sehr interessant. E il mister risponde che è molto contento che già dopo 2 giornate di ritorno si comincia a parlare di essere poco costante in campo. Gut, und noch eine Frage. Spielt Rüegg morgen? Kann er spielen? Er ist verletzt. Das habe ich verstanden, wer? Rüegg. Ah, la domanda era di se poteva giocare Kevin Rüegg, giovane giocatore, e la risposta era no, è infortunato. Foltere Reihe. Sì, buonasera, Luigi Giordano, Pirine da Napoli. Una domanda a Marco. Le volevo chiedere se vi sentite responsabili di rappresentare la Svizzera, perché è l'unica squadra nelle coppe europee, e se sognate un'impresa come una sfida tra una squadra più debole e una squadra più forte, come ha fatto la nazionale contro il Belgio in Nation League quando ha vinto 5-2. Also, die Frage ist, ob er euch quasi bewusst sind, dass er als einzige Schweizer Mannschaft, was er für eine Rolle einnimmt, weil er vertritt die Schweiz morgen Abend oder jetzt in diesen 2 Spielen. Und das Zweite ist, ob er auch ein bisschen, wenn über euch herauswachsen, wie die Schweiz, die Nazi gegen Belgien damals in dem Spiel, das man dann nach dem Final Four erreicht hat. Also, das ist die Frage, wie er sie formuliert hat. Ja, das ist so eben. Wir sind die einzige Schweizer Mannschaft, die europäisch weiter sind. Das ist sicher auch ein Zeichen für unsere Arbeit, die wir geleistet haben. Morgen wird hoffentlich die ganze Schweiz hinter uns stehen und uns zuschauen. Und natürlich werden wir uns sehr gut präsentieren. Und auch ja, für die Schweiz. Ich denke, was die Nazi gemacht hat, zeigt auch, dass die Schweiz eine gute Ausbildung hat. Und auch die jungen Talente in unserer Mannschaft. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Und ich glaube, die Spieler, für die ist gut, so ein Spiel, um sich zu zeigen. Und ich denke, so können auch die über sich hinauswachsen. Und eben, wie schon gesagt, die ganze Schweiz schaut uns zu. Und wenn das sicher ein gutes Gesicht zeigen. Cioè, assolutamente sì, siamo consapevoli che domani tutta la Svizzera ci guarderà. Speriamo di avere anche tutto il sostegno degli svizzeri. Per quanto riguarda il paragone con la nazionale, Marco dice sì, chiaramente questo dimostra anche di come si lavora bene in Svizzera, soprattutto con i giovani. Ed essendo una squadra giovane dello Zurigo, una partita come questa che ci sia domani e poi quella a San Paolo, per i giocatori giovani è un'opportunità anche di mostrarsi che hanno talento, è un palcoscenico diverso, quindi andranno molto motivati in queste partite perché vogliono veramente fare bene e vendere la loro pelle a caro prezzo. Sì, buonasera mister. Manuel Guardasole, Calcio Napoli 24. Volevo chiederle, nelle ultime 2 gare abbiamo visto anche una difesa a 3, altre volte ha prediletto il 4-2-3-1. Ci può dare qualche indizio sulla formazione di domani? Also, Frage, bin gespannt auf die Antwort. Wir haben in den letzten paar Spielen, der Kollege ist sehr gut vorbereitet, wir haben 3er-Abwehrkette gesehen, aber wir haben auch immer wieder eine Systemumstellung gesehen. Ich bin da über einen kleinen Anhaltspunkt könnte geben, wie die Mannschaft auf dem Feld stehen wird. Questo è un punto importante per me quando ho iniziato qua a Zurigo di allenare, perché ho detto che non voglio che l'avversario sai come giochiamo. E dunque per me era una buona possibilità di iniziare con 3 contro il Grasshopper, così potete pensare cosa volete. Forse ho preparato la partita di domani con 3 o 5 dietro, o forse di no, non lo so. Ci vediamo domani, ma questa mi fa piacere perché questo vogliamo, che l'avversario non sai come giochiamo. Mi spesso muovo con lui, tu mi dai una 3er-Abwehrkette? Nein, ich habe nur gesagt, das freut mich, solche Frage, weil das ist genau was ich, wenn ich vorgestellt worden ist, was mein Hauptmessage eigentlich, dass ich möchte unberechenbar sein, dass der Gegner nicht weiß, wie wir spielen. Und ich habe schon mitgekriegt, dass die Scout von Napoli sind am Studieren, wie wir morgen spielen. Und das ist für mich schon mal etwas positiv, dass wir es erreicht haben.
importanza ha che domani lo stadio sarà tutto esaurito? Ja, ich denke, für uns Spieler ist es schön, weil so viel Mal ist das Stadion jetzt nicht voll gewesen. Es war meistens nur bei den Europa League Spielen. Vogliono sentire il sostegno del pubblico alle loro spalle e si è visto in molte occasioni di cosa sono capaci di fare se veramente il pubblico dà il proprio sostegno. Mister? No, ich kann mich anschließen. Die einzige Sache ist klar, das liegt an uns. Wenn du ein volles Stadion und du startest, macht ein guter Start, dann ziehst du das Stadion mit, dann hast du 90 Minuten Freude und ein gewisse, das gibt dir eine gewisse Energie und gewisse Kraft. Umgekehrt kann auch passieren. Gut, ich glaube, es muss uns bewusst sein. Wollte ich übersetzen, schnell. Sta a noi veramente accendere questo fuoco, questa relazione da pubblico e squadra, perché se veramente facciamo bene, facciamo giustamente anche, diamo anche carica al pubblico di sostenerci, di creare una bella atmosfera. Se invece fai tutto il contrario, può succedere anche il contrario, che il nostro pubblico chiaramente si comporterà in maniera differente. Però è il nostro compito di rendere domani la partita una cosa veramente fantastica per tutti quanti. Gut, ich glaube, wir ziehen hier einen Schlussstrich. Die Radiostation hat jetzt noch kurz die Chance, um zwei, drei Fragen zu stellen. Bittet euch aber an, das gemeinsam zu machen. Und dann wünschen wir euch allen einen schönen Nachmittag und bis morgen am 9 Uhr im letzten Grund. Grazie di essere stati qui. Le stazioni radiofoniche hanno l'opportunità adesso. Se no, grazie, ci vediamo più tardi alla conferenza stampa del Napoli. Merci. Grazie a te. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione.